Auffallend ist die fast nüchterne Darstellung der Lavamassen mit in sicherer Entfernung stehenden Beobachtern. Trotz Rauchwolken bleibt der Blick frei für die Schönheiten der Landschaft rund um den Golf von Neapel. Der Norweger Johan Christian Dahl wurde im Dezember 1820 Zeuge eines der damals noch häufigeren Vesuv-Ausbrüche. Aus den Skizzen, die er dabei angefertigt hatte, schuf er in den Jahren danach zahlreiche Ölgemälde im Atelier, die dieses Ereignis verarbeiten. Bis weit ins 18. Jahrhundert hinein hätte man solche Ereignisse vor allem als Katastrophe wahrgenommen, als erschreckendes, unvorhersehbares Höllenspektakel, ja sogar als Strafgericht höherer Mächte. Im Jahre 1826 jedoch hatte sich die Geologie als Wissenschaft von der Geschichte und dem Aufbau der Erde etabliert.